Hey, let's go, Chat. Wird unangenehm jetzt. Ich hab schon zwei Kinder. Du hast was? Bevor es jemand schreibt, nein, hinter dem Vorhang ist nicht siebenmal wenig. Bitte hört auf, es zu schreiben, Chat. Danke. Zwei Kinder? Sie hat zwei Kinder. Das ist Melix, Teenager und auf der Suche nach seiner ersten großen Liebe. Hinter diesem weißen Vorhang stehen sieben Girls. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Ja, jede Runde fliegt eine raus. Digga, holy shit. Das ist dieser Standardskin, dieser weibliche Standardskin von Minecraft. Holy shit. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Hi, ich bin Melix, Teenager, gehe noch zur Schule und mache nebenbei Videos. Und zuerst Müsli, dann Milch. Was genau suchst du denn? Oder wirklich, ne? Da bin ich inzwischen zu Basti geworden. Digga, dieses Müsli-Thema und... oh mein Gott, macht ihr eure Nutella mit oder ohne Butter? Oh Gott, Digga. Digga, diese Diskussion ist so tot. Ich find's sympathisch, wenn man so das gleiche Mindset hat und die gleichen Wertvorstellungen. Ich glaube, dann matcht es einfach sowieso. Egal, was ist. Mhm. Glaubst du, du findest heute deine Traumfrau? Ja, ich bin davon überzeugt. Du? Klar, warum nicht? Let's go. Bevor wir mit dem Video anfangen... Fuck, voll schade. Ich wäre eigentlich auch jetzt, ich glaube am Freitag wäre ich eigentlich auch da gewesen. Als, wie sagt man das, als Wingman für Felix, Bro. Das ist so schade, das hat leider nicht geklappt. Aber, also ich war auch ein bisschen froh, weil ich konnte ausschlafen dann an dem Tag. Aber das wäre auch cool gewesen, Bro. Also es wird irgendwann noch kommen, nach Seven vs. Wild. Da werde ich Wingman sein für Felix, Bro. Liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und welcher Felix für Philo? Denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, losen wir 100 Euro. Also, viel Glück! Oh, der No-Joke, Sofodorf auch einfach ein Soundtrack wieder hier lizenziert, Bro. Der wird auch wieder geridet bis zum Ende, Bruder. Den werden wir noch 6-mal hören. 3, 2, 1. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Das ist cool. Okay. 2 ist Arsch und 5 ist Arsch. Und 3 muss ich mir angucken. I don't know. Paar Schuhe. 5 ist Arsch auf jeden Fall. Fällt dir als erstes ins Auge. 5? Also, das ist ja crazy, oder? Findest du gut? Ja, crazy Scheiße. Ja. Nee, ist okay, ist okay, ist okay. Kandidat Nummer 3 ist richtig wild unterwegs. Was ist das? Warte mal. Es ist auch ein bisschen... Also so Yeezy Slides. Model. Nummer 6. Da ist so ein Schlitz offen. Oh, ja, die sind ein bisschen kaputt. Meine Mutter wird die sofort in die Tonne schmeißen. Aber ich würde sie auch halten. Wie findest du denn Schuh Nummer 7? Ich kann sagen, es sieht cool aus, aber die steht ja so drin. Es tut ja weh, oder? Ja. Okay. Wer schön sein will, muss leiden. Das macht sie extra für dich. Auch ein Vibe. Dankeschön. Okay, du hast jetzt eine erste Frage. Ja. Dann hau aus. Ne? Was ist euer Traumberuf und warum? Na, Influencer, oder? Könnt ihr das gerne machen? TikToker, hey! Okay, Kandidat Nummer 1. Nach der Schule würde ich gerne studieren, aber ich weiß noch nicht genau was, weil ich mich erst auf die Matura konzentriere. Mhm. Sehr gut, eins nach dem anderen. Kandidatin 2. Weißt du schon, was du nach der Schule machen möchtest? Mein Traumberuf wäre, bei Google mal zu arbeiten. Bro, what the fuck? Mhm. What the fuck, Bro? Bist du gut? Ja? Ja, Bruder, dann kann die so die CPM hochschrauben oder so vielleicht. Vielleicht kann die dann so eine doppelte CPM geben irgendwie bei allen Videos. Das ist schon nicht bad. Hm? Vielleicht gehen dann meine YouTube-Videos besser. Nee, Bruder, ich glaube, das reicht nicht. Kandidat Nummer 3. Ich habe echt keine Ahnung, was er macht. Einfach mal reinfronten. Noch nie ein Video gesehen von ihm. 3. Was möchtest du denn machen, wenn du groß bist? Ich habe noch keinen Plan. Ich weiß nicht. Ah. Also gar kein Traumberuf? Kameras, Filme, sowas. Ja. Finde ich cool. Ja, ist cool. Okay. Digga, direkt als Kameramann einstellen. Kandidatin 4, was möchtest du machen? Konditorei, sowas. Oldschool. Sehr speziell. Boah, stehst du auf Kuchen? Ah. Vom Geburtstag sehen? Ja, da steht jemand am Kuchen. Was ist dein Lieblingskuchen? Hab hier noch ein Video, was Deiner? Du dir mal reinziehen Erdbeerkuchen. Kandidat. Bro, gibt's Leute, die nicht auf Kuchen stehen, Bro? Nummer 5, was möchtest du denn machen? Warum war das für eine komische Pause da? Ich würde gerne irgendwas in Richtung Musik machen, weil ich spiele Gitarre und ich war auch in der Schulband. Das klingt mega cool. Kandidat Nummer 6, was möchtest du machen, wenn du alt bist? Also ich würde eigentlich auch voll gerne im Filmbereich arbeiten. Und ich habe letztens meiner Schwester mit ihrem Kurzfilm geholfen. Angenehme Stimme. Also ich war die Kamerafrau für den Kurzfilm. Krass. Boah, ich brauche einen Kameramann. Du suchst aber schon eine Freundin, ne? Keine Angestellten. Kandidatin Nummer 7, was möchtest du machen? Ich wollte eigentlich immer schon mal Psychologie studieren. Ja, ist auch spannend. Finde ich auch spannend, aber stell dir vor, die Manipulation. Ich habe immer das Gefühl, die Girls, die Psychologie studieren, sind die crazy Girls. I don't know. Ich weiß nicht, ob noch jemand irgendwie diese Erfahrung teilt.
dann. Ich glaube, die manipuliert dich nicht. Das hat, okay, nee, glaube ich nicht. Naja, anyway. Auf Basis dieser Antwort musst du jetzt eine rauswählen, leider. Oh Gott, ich fand alle Antworten wirklich gut. Ja, mach die 5 raus, Bruder. Die 5 ist goofy, das passt null zu ihm. Nummer 2, was war nochmal dein Traumberuf? Bei Google zu arbeiten. Aus. Ah, Mann. Ah, das ist krass. Deine Schuhe sind halt echt nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber no, die Schuhe sind unfassbar arsch. Okay, basierend auf den Schuhen. Zwei oder fünf ist das am arschigsten, in meiner Opinion. Das ist das mit Abstand schlechteste. Nummer 6. Ja, ich glaube, ich muss mich dann leider doch für die Schuhe entscheiden. Nummer 6, ich würde dich dann rausholen. Oh, warum? Ich kann nicht mehr. Naja. Okay, Kandidatin Nummer 6. Okay. Du kannst dann ja vorkommen. Egal was ist, ich würde sagen, sie ist hässlich. Sie sieht einfach aus wie Lil Mania. Ja, Bro, das macht gar keinen Sinn. What the fuck? Du. Ja, du scheinst sehr sympathisch. Ich habe mich ein bisschen verletzt gefühlt wegen den Schuhen. Du hast dich verletzt? Ja. Bei was? Verletzt gefühlt. Ach so, okay. Gefühlt, ja. Oh, ja, cringe. Aber ja, es sind eigentlich Jordans, aber egal. Keine Air Force, aber ist wurscht. Die sehen auch cool aus wie diese anderen. Ja. Ich verstehe nicht, warum hättet ihr die Schuhe? Die Schuhe sind eigentlich ganz cool, oder? Die Schuhe sind doch solid. Oh. Du hast sie verletzt. Nächste Runde. Okay, ja, jetzt eindeutig die 5 raus. Bruder, weiß ich nicht. Einfach Disco-Kugel, Bro. Also, ich glaube, ich würde 5 oder 3. Ich glaube, das sind meine least favorites. Obwohl, das, also 3 finde ich an sich eigentlich ein cooles Outfit, aber das sieht nicht aus wie ein Girl, was so zu mir passen würde, you know? Okay, bist du bereit? Ja, ich glaube schon. Yes, okay. Was? Das ist richtig krass. Ich habe nicht mal gewusst, Worte dafür gefunden. Nice. Welches Outfit findest du direkt am besten? Am besten? 1. Boah, es ist schwer. 1 ist das Beste. Es ist schwer, ich glaube. Nein, 1 ist das Beste. Am besten. 1 oder 7, alles andere macht Nummer 1? 1, 2 oder 7, alles andere macht keinen Sinn. Ja. Und welches findest du direkt ein bisschen weird? 5. 5. Ich werde mit der Hawaii-Jacke nicht ganz warm. Echt? Nee, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Ah, okay. Stehst du eher so auf so cute Girls oder so Baddies? So ein Mittelding. Mittelding oder so. Ich glaube, das sagt eh jeder Junge, so ein Mittelding. Keiner will jetzt so ein Baddie oder Bösi oder wie das heißt. Ich glaube, es gibt. Ja, niemand sagt Bösi, Bro. What the fuck? Es gibt so 2 Extreme. Und Nummer 3, was hältst du von dem Outfit? Holy shit. Ja. Holy shit. Ich weiß nicht, mir kommt vor, die Hose ist das eigentlich das Oberteil und die. Das Oberteil ist die Hose? Ich weiß nicht ganz. Was? Irgendwas ist da falsch gelaufen, aber es sieht cool aus. Okay, du hast ein bisschen Angst, irgendwas Schlechtes zu sagen, oder? Ja, wenn ich, also... Nummer 5 sieht aus wie im Zirkus. Gott, das ist aber laut gesagt. Ach so. Ja, du kannst mir es aber auch nicht übel nehmen, es sieht schon ein bisschen aus. Oh, mein Gott, Bruder. Ja, also aber ich meine, es ist halt wahr. Wenn du im Zirkus auftreten würdest, ich würde zuschauen. Anyway, du hast eine Frage. Stell dir vor, du gehst zu so einem Event, ich so, boah. So, es geht darum, heute based auf Outfit werde ich gedatet. Ich putze mich heute richtig aus. Ich glaube, ich ziehe heute das beste Outfit an, was ich habe. Und dann sagt der Typ so, dass es unfassbar scheiße aussieht und aussieht wie ein Zirkus. Ja, moin, Alter. Selbstgefühl. Welches Thema bzw. YouTuber findet ihr attraktiv? Das ist eine mega süße Frage. Bevor ihr das Montana Black. Raus. Antworten. Möchtest du sagen, welchen Streamer oder YouTuber du attraktiv findest? Tabel. Ja, ich muss beichten. Ich hatte mal, es ist schon ein Jahr her, ich hatte mal so einen Crush auf Phoebe. Also die, kennst du die? Ja. Bin ich auch schon in die DMs geslidet, seit einem Jahr keine Antwort. Ja. Habe ich es irgendwann aufgegeben. Das war's komplett, Bruder. Ich glaube, dann bist du auch nicht der Einzige, der da in die DMs slidet. Ich glaube auch nicht. Kandidatin Nummer 1. Auf welchen Streamer oder YouTuber stehst du oder findest du gut? Noah Miguel. Noah Miguel hört sich aber auch wie so ein TikTok-Crush, also der Name. Da ist Südländer, ja. Braune Haare, locken. Der macht so, I'm a Savage. Mit StGZ, er ist so österreichischer Elevator-Boy oder so. So stelle ich mir ihn vor. Oh mein Gott. Ja, cute, okay, Noah Miguel. Kandidatin 2. Bro. Auf YouTuber oder Streamer stehst du? Ich hab da eigentlich nicht wirklich jemanden speziellen. Okay, aber gibt es irgendeinen Schauspieler, den du gut findest? Ich find's immer attraktiv, wenn wer viel lächelt, einfach freundlich und höflich ist. Sowas finde ich. Raus, die ist turbo langweilig. Die nervt, raus. Schmeiß die 2 raus. Ich bin immer attraktiv. Oh
Kandidatin Nummer 3. Auf welchen Streamer, YouTuber oder TikToker, whatever, stehst du? Ich habe keine eigentlich. Du hast keinen Crush, auf den du... Halt, wenn ich zum Beispiel bei TikTok scrolle, da kommt schöner Jungs, dann ja, ja, gefällt mir dann. Oder Mädchen, ja. Ah, du bist bisexuell? Ja, ich mag beides. Nice. Kandidatin 4, auf welchen Social Media Stars stehst du denn? Wenn jetzt meine Schwestern zum Beispiel jetzt schauen oder so, dann schaue ich mit denen halt Rebecca Wing oder so. Bruder, Alter, was ist das denn, Junge? Porgas. Heilige Scheiße, Katastrophe. Keine Ahnung. Jetzt geht's aber Rebecca los, Wing, ist so. Krass, also, das ist nicht die mit 3 Uhr nachts und... Ja, Game Master. Kandidatin Nummer 5. Female Celebrity Crush, so Dua Lipa, Hailee Steinfeld und so, ja. Ja, yeah. Oh, ich bin mit dir auf einer Basis. Kandidatin 6, gibt es bei dir irgendeinen Social Media Star, den du ganz cute findest? Ja, Rezo finde ich ziemlich cool. Ach du Scheiße, ist ja alles Arsch. Kann man alle rausvoten? Heilige Scheiße. Und Jacob von den Elevator Boys. Ah, okay, ja, der Geile. Okay, auf Basis dieser Antwort musst du jetzt rein rauswählen. Ja, schwierig, ne? Ja, schwierig. Das ist sehr schwierig. Dieses Hawaii-Hemd. Das Hawaii-Hemd. Ja, mach die Disco-Kugel raus, Bro. What the fuck? Deine Antwort? Rebecca Wing, und da schaue ich manchmal mit. Sonst ich nicht so. Den Game Master. Rebecca Wing. Also das Hawaii-Hemd und Rebecca Wing. Das ist einfach. Die Kombi. Okay, Kandidatin Nummer 4. Du kannst dann hervorkommen. Hallo! So schön. Also ich liebe dein Hawaii-Hemd. Ja, die sieht korrekt aus. Aber die hätten auch nicht zusammengepasst. Ja, was denkst du? Ist auch quatschig. Ja, ganz nett. Ganz nett. Ja, cool. Was mir direkt aufgefallen ist, das voll schöne, voluminöse Haar, oder? Ja. Danke. Ja. Ach, sieht schön aus. Ich wünschte, ich hätte es. Sieht super aus. Schade. Chill dich hin. Tschüss. Schade, dein Outfit war leider zu hässlich. Aber du kannst gerne dich da hinten noch bedienen am Kühlschrank. Tschüss. Ja, doch voll das cute Glitzer-Make-up. Vielleicht treffen wir uns mal um 3 Uhr nachts beim Game Master. Nächste Runde. Und zwar musst du jetzt wieder eine Frage stellen und dann musst du noch mal eine rauswählen. Kandidat Nummer 1, gib uns einen Grund, warum er dich daten soll und einen Grund, warum er dich nicht daten soll. Also warum du mich daten sollst, ich bin einfach eine tolle Person. nein, Spaß. Ich bin eine sehr caring Person. Ich schaue auf andere, ich schaue immer, ob es jedem gut geht. Ich bin auch sehr patient. Und warum du mich nicht daten sollst, nein, nein, nein. Hör auf, es zu schreiben. Hör auf, es zu schreiben. Ich will es nicht lesen. Sie redet nicht wie ich. Shut the fuck up! Shut up, shut up. Sie redet nicht wie ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So höre ich mich nicht an. Du musst mich halt daten. Ja, das hat schon irgendwas. Das ist ja mega cool. I love it. So temperamentvoll. Mhm. So, die ist von sich selbst überzeugt, die Frau. Mhm. Und auch witzig. Okay, Kandidatin Nummer 2. Mit mir hat man immer voll viel Spaß. Das hat noch nie eine Person gesagt, mit der man actually viel Spaß hat. Keine Person, mit der man viel Spaß hat, würde das sagen. Bro. Ich bin bei jedem Blödsinn dabei. Das auch! Oh mein Gott, ey, no joke, ich würde die 2 rausrufen. Die ist safe unfassbar nett, aber Bro, das würde nicht zu mir passen. Egal, ob man jetzt einmal irgendwo campen geht oder einfach mal einen gemütlichen Film noch mit Dr. Hamm macht. Eine kleine Schwäche von mir ist, ich bin ein bisschen chaotisch, das heißt ein bisschen unordentlich. Ich bin ein bisschen chaotisch. Ich habe gar nicht zuhören können, weil die Stimme einfach so süß ist. Ja, und wie sie dann mit ihrem Rock gespielt hat. Digga. Du bist ja relativ organisiert, ne? Ja, manchmal muss ich das eine oder andere organisieren für dich. Okay, Kandidatin 3. Warum sollte er dich daten und warum sollte er... Ach so! Wait, ist er der Cutter von ihr oder was? Organisieren für dich. Weil er sagt, muss ich organisieren für dich. I guess, oder? Okay, Kandidatin 3. Warum sollte er dich daten und warum sollte ich nicht daten? Ich bin eine sehr liebes Person und halt, wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich den Person wirklich sehr. Also ich spoil ihn dann. Und warum du mich nicht daten sollst, ist, ich bin crazy. Okay, dann würde ich die mal rausvoten, Alter. Also, wenn du mich wirklich kennst, dann ich bin richtig crazy. Also, wenn du mit mir Schluss machst, ich bin dann bei dir vor deiner Haustür. Okay, cool, Mann. Holy shit, chillig. Ey, cool. Da hab ich Bock drauf, jo. Die sind mich auch schon warm, so. Mach nicht mit mir Schluss, du wirst Revenge bekommen. Fand ich gut. Crazy hat sie auf jeden Fall recht, das sieht man an. Kandidatin 1 und Kandidatin Nummer 3, seid ihr Freunde?
Ja. Ah. Okay. I knew it. Anyway, Kandidatin Nummer 4. Gib mir einen Grund, warum er dich daten sollte und einen Grund, warum nicht. Also ich bin ziemlich lustig und ziemlich spontan. Ich kann auch sehr gut kochen, vor allem italienisch. Das heißt, ich kann dir eine gute Pasta kochen oder wir können auch Pizza gemeinsam machen. Pizza, ja. Und ja, Bruder, mach alle raus außer 1 und 4, Mann. Es ist also so obvious. Also wirklich, wenn irgendwas anderes passiert, Chad, dann weiß ich nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ein Grund, warum man mich nicht daten soll. Also ich, 1 und 5 meine ich. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen eine Overthinkerin. Süß, das kommt auch mit dem Theater. Ich fand es richtig cool, die Antwort. Aber das mit Over. Oh, nee. Anyway, Kandidatin Nummer 5. Gib mir einen Grund, warum ich dich daten sollte und einen Grund, warum nicht. Ich werde immer etwas Positives in dir finden, das nicht so coole ist. Ich mache Dinge oft komplizierter, als sie wirklich sind. Geht so ein bisschen. Ja, Frauen allgemein. Allein mit Overthinking. Ja, ja, ja. Dem Overthinking. Den kennen wir schon. Einfach drauf. Sorry. Oh, ich weiß nicht, was ich da sagen würde. Was ist eine. Okay, ich glaube, eine Eigenschaft, warum man mich daten sollte, ist, dass ich ein sehr guter Boyfriend bin, würde ich sagen. Eine Sache, warum man mich nicht daten sollte, ist, dass ich 99% meines Lebens in Arbeit reinstecke und nie Zeit haben werde. Chris, halt, was du Chris, mein Gott. Okay, aber du musst jetzt auf Basis. Ah, und Geld, Digga, ja. Yeah. Mir ist so warm. Geld. Die italienische Pizza hätte ich halt dann doch gern. Ja, mach jetzt die Disco-Kugel raus, meine Fresse. Okay, Nummer 2. Ja, das tut mir gerade weh. Aber ja, sie ist literally die süßeste. Ja, die langweiligste. Ja. Kandidatin Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Die ist safe ultra cool. Hi. Hi, Felix. Hi, Kathi. No, du, die ist safe unfassbar chill, you know? Aber einfach. Auf Kick war mega cringe. Alter, die fittet nicht schlimm. Zu ihm, Bro. Er macht YouTube-Videos, Bro, und sie macht Dinge, die 50-Jährige machen. Wie soll das fitten, Bro? Ach, ihr seid so süß. Und was denkst du? Ja. Ja. Nett. Das soll ich jetzt nochmal süß sagen. Anyway. Ciao. 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 Ich werde sie jetzt so Friederike oder so. Aber no, wirklich sehr, sehr nett. Es ist nichts Persönliches. Ja, ich bin bereit. Okay, 3, 2, 1. Ich bin richtig gespannt. Krass. Kathi, oder? Ja. Wow. Ja, Bro, 1 oder 4, what the fuck, Bro? Also was ist das Format gerade an dem Punkt? Also, Digga, also 1 und 4 und am Ende für 1 entscheiden. Wenn wir jetzt nur nach Outfit gehen. Alles andere ist Quatsch. Ja. Okay, fangen wir an bei Nummer 1. Weil ich habe gerade das Gefühl, das ist so ein bisschen einer deiner Lieblinge, oder nicht? Naja, ich sag nichts. Okay, okay. Okay, Kandidatin Nummer 1. Was hältst du von ihrem Outfit? Nett, freundlich. Super duper ist das Outfit. Ja, simpel, fresh. Die Hose macht cool. Mhm. Die ist so ein bisschen, wie nennt man simpel, das? Simpel, sieht cool ja. aus. Ja, es sieht halt so aus, als wärst du aufgestanden, drüber gezogen. I don't care, aber I'm just that girl. Okay, Kandidatin Nummer 2. Das auf jeden Fall so ein bisschen Gedanken. Finde ich auch cool, aber nur ein paar. Wie findest du es? Irgendwas finde ich weirder dran, aber also das Oberteil finde ich sehr cool. Arsch. Die Hose. Ist das ein Rock? Den Maxi-Rock, den finde ich ja. cool. Ist okay, ist okay. Zwei ist nicht Arsch, Chad. Kandidatin 3, das ist ein ganz cooler. Ja, das ist heavy Arsch. Also wirklich, das Outfit könnte nicht mehr Arsch sein, wirklich. 3 muss als nächstes raus. So crazy. Ja, crazy Scheiße, mach die 3 raus. Es ist so. Scheiße, sag's, Scheiße. Scheiße, genau, 3 raus. Also das insane. Das fällt auf jeden Fall auf. Also no hate, ne? No hate, nichts Persönliches. Aber 3 würde ich sowas von raus machen. 3 macht gar keinen Sinn. Nummer 4. Sie sieht aus wie früher immer so aus so Otto-Katalogen. Ja. Die wurden auch immer so gestylt. Ein Otto-Katalog ist das. Sieht aber gut aus. Outfit. Ja, es ist so modern, so auch so Glitzer. Hast du eine Frage? Ja, meine Frage ist, hattet ihr schon mal einen Freund? Und wenn ja, wie ist die Beziehung in die Brüche gegangen? Oh, gute Frage. Jeez. Okay, Kandidatin Nummer 1. Also ich hatte keinen festen Freund. Ich mache nichts offiziell, solange ich nicht weiß, ob ich die Person wirklich liebe. So, ja. Er hat halt die ganze Zeit so Images in seinen Köpfen, was er überhaupt nicht gestimmt hat. Und er hat die geglaubt. Aber was hat er in seinen Köpfen? Ich hab keine Ahnung. Okay, also er hat sich wahrscheinlich vorgestellt, was sie machen könnte, wenn sie feiern ist. Und, sich irgendwie Hirngespinste ausgedacht, oder? Ja, obwohl er weiß, dass ich nicht feiern gehe. Die Hirngespinste. Mein Gott, okay. Kandidatin Nummer 2. Hattest du schon mal einen Freund? Und wenn ja, wie ist es in die Brüche gegangen? Situationship circa. So, ja, sowas. Also nichts. Kandidatin Nummer 1, so. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich verstehe nicht ganz.
Was ist nochmal genau ein Situationship, wenn man nicht einfach Freund ist, oder? Digga, das habe ich auch nie verstanden. Ist das so das, was man vor einer Relationship ist, so mäßig? Also vor einer Beziehung? Also quasi so dieses, man datet sich irgendwie, so die so mäßig die Kennenlernphase oder so? Ist so ja, so Ding. Man macht rum, aber nicht Freunde. Ja, die haben, da sind Gefühle, die knutschen. Das ist auch Späßchen-mäßig. So, also Kennenlernphase? Ja. Ah, okay. Ich hätte eher gesagt, das wäre so wie, man tut schon so, als wäre man in einer Beziehung, aber man ist es nicht so. Ja, warum ist man denn nicht in einer Beziehung? Ja gut, aber es ist ja ist immer so ein Vording von einer Beziehung. Ja, oder ihr wollt nicht committen. Na, egal. Egal, gut. Okay, Kandidaten okay. Nummer 3. Hattest du schon mal einen Freund? Und wenn ja, wie habt ihr euch getrennt? Also ich hatte noch nie einen Freund. Ich hatte aber mal einen Crush, ziemlich lange, und wurde von dieser Person aber geghostet. Das tut mir leid. Fitz Batman. Kandidatin Nummer? Wahrscheinlich wegen der Disco-Hose. Spaß. Hier. Tut mir natürlich leid. Hattest du schon mal einen Freund und wenn ja, wie seid ihr auseinandergegangen? Ja, ich hatte schon mal einen Freund, aber der stand irgendwie so in der Öffentlichkeit und hatte nie Zeit für mich und dann habe ich Schluss gemacht. Das Outfit ist so cool. Ja, naja. Ich will's nicht, Leute. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also ihr Ex-Freund war anscheinend in der Öffentlichkeit, das fand sie nicht. Wieso? Er war es. Ja. Es ist halt voll scheiße, weil man halt dann einfach keine Zeit für die Freundin hat. Bro, ja, aber das, was soll ich sagen, der Subcount geht vor. Also bist du eher so der Typ, der das sehr viel Zeit verbringen möchte? Ja, eher schon. Ich bin eher schon der klammerndere Typ. Ich verbringe gerne Zeit dann mit meinem Mädchen, aber ich würde lieber so... Mit meinem Mädchen? Nee, das nicht, aber am Wochenende ein paar Mal treffen, unter der Woche vielleicht telefonieren, so. Telefonieren finde ich cool. Mhm. Und ja, so. Ja, Long-Distance-Relationships sind sowieso schwierig. Basierend auf diesen Antworten musst du jetzt leider eine rauswählen. Boah, no joke, ich würde alle vier rausvoten, wenn es geht. Heilige Scheiße, Alter. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Outfits, sondern auf die Antworten. Mhm. Das ist auch gut. Ich glaube, Nummer 4 wollte persönlich zu mir werden. Ich finde sie total sympathisch. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen... Ich meine, ihre Ex, ihre Beziehung ist in die Brüche gegangen, weil ihr Freund in der Öffentlichkeit war. At the moment, it doesn't make sense. Dann gebe ich dir da recht, würde ich Nummer 4 rausholen. Ja, Mann. Oder 3 wäre der einzig richtige Play gewesen. Hi. Hallo. Alter, Partnerlook. Hallo. Lass mal das. Was war das? Liebe deine Haare. Bruder. Dicker, er hat sie doch schon umarmt. What the fuck, Alter? Bro, was ist das? Oh mein Gott. Oh. Lass mal das. Oh. Ah, wie unangenehm. Oh, ja, Digga. Mit Reese hatte ich aber recht, oder? Ja. Wow, cool. Alles klar. Schön, dass du da warst. Danke, Jim. Digga. Das ist so unangenehm. Das Ding ist, es ist keine random Person, es ist anscheinend ihr Cutter. Bruder. Oh, oh mein Gott. Lass nicht drüber reden, Leute. Ey, heute ist wirklich nicht mehr Tag. Ich habe nicht so viel geschlafen, Bro. Oh mein Gott. Ich habe immer Angst, wenn ich diese Videos gucke, dass ich so doof und durch beleidige. Und dann die Mädels sich so denken, oh cool, er reactet gerade auf das Video, wo ich dabei war. Mal gucken, was er sagt. Und dann bin ich da so, und dann so, Digga, holt die drei raus. Die ist ultra scheiße. Oh Gott. Es geht direkt weiter in die nächste Runde, und zwar Viertelfinale. Hier kannst du dann nochmal eine Frage stellen. Gut. Hast du eine? Ja. So, wunderbar. Hau okay. Raus. Eine Wahrheit über euch und eine Lüge. Und wir müssen dann erraten, was die Wahrheit oder die Lüge ist. Okay, sag du mal eine Wahrheit, eine Lüge über dich. Ich bin extrem gut aussehend und ich bin extrem reich. Ey, Bro, du solltest nicht zwei Lügen machen, what the fuck? Leider ist beides wahr. Kandidat Nummer 1, kannst du uns eine Wahrheit und eine Lüge erzählen? Hey, Kracher, der hat richtig gezündet. Ich muss auf der Bühne tanzen. Der hat so hart gezündet, dass sie die Lacher rausgeschnitten haben, weil die zu lange waren, Bro. Die hätten das Video gesprengt. Eine Wahrheit und eine Lüge werde ich erzählen. A ist, ich musste auf einer Bühne tanzen vor sehr vielen Leuten. Und B ist, ich habe mal zwei berühmte Personen aus den Philippinen getroffen und die waren bei mir zu Hause. Oh, das ist beides so realistisch irgendwie. Sag mal was auf Tagano. Aber so, wie geht's dir, wer so Kamustaka? Kandidatin Nummer 2, sag uns eine Wahrheit und eine Lüge über dich. A, ich komme aus Thailand. Und B,
Ich habe schon 2 Kinder. Digga, wurden wir jetzt mit einer Lüge bis hierhin gebaitet? Digga, ich fühle mich wirklich ich bin betrogen einfach gerade. Was ist das denn, Digga? Das ist schlimmer als die Crackspy-Titel bei YouTube, Bro. Okay. Du hast was? Sie hat schon 2 Kinder? Sie hat 2 Kinder. Ganz bestimmt. Warte mal, hast du wirklich 2 Kinder nicht mehr? Wer weiß? Es kann 1% Chance oder so. 1% Chance? Nee, dann, so schätze ich sie nicht ein. Kandidatin 3, kannst du uns eine Wahrheit und eine Lüge über dich sagen? Also A, ich hatte schon meinen ersten Kuss. Und B, ich hatte einen Zoom-Call mit Dua Lipa. Oh. Ich finde Zoom-Call mit Dua Lipa ist so unrealistisch, aber so spezifisch, das muss schon richtig sein. Okay, Kandidatin 1 kommt aus den Philippinen, Kandidatin 2 hat basically 2 Kinder und Kandidatin 3 hatte einfach einen Zoom-Call mit Dua Lipa. Du musst dich jetzt auf Basis dieser Antworten entscheiden, eine rauszuwählen. Boah. Das wird hart. Das ja, oder hart. Anhand der Hose halt die 3 wählen. Er wählt eh die 3, Bro. Alright? Die 3 hätte auch, die hätte alles sagen können. Ja, ich muss sagen, Antworten waren... A, ich sehe verdammt gut aus. B, ich habe 3 Kriegsverbrechen begangen. Bro, 3 raus. What the fuck? Alle 3 cool. Mhm. Waren alle 3 gut überlegt. Mhm. Aber vom Aussehen her gefällt mir 1 und 2 sehr gut. Schon die neuen Minecraft Guidelines gesehen. Mhm. Betrifft auch CB deine Gillette Events. So gut. Mhm. Deswegen ist für mich Nummer 3 raus. Kandidatin Nummer 3. Spoiler. Du kannst jetzt hervorkommen. Hi! Schön, dass du da bist. Danke. Oha, sogar mit dem Eyeliner. Ja, abgestimmt. Ja, das ist Lidschatten, aber fast. Übrigens, ich hatte wirklich... Weiß ich nicht, Bro. ...wirklich einen Zoom-Call mit Dua Lipa. Eyeliner abgestimmt. Ja, das ist Lidschatten, aber fast. Übrigens, ich hatte wirklich einen Zoom-Call mit Dua Lipa. Shit! Ich habe so ein Fan-Event gewonnen, also ein Gewinnspiel. Ey, Bro, es ist einfach... Ich glaube, es ist wirklich nur die Hose, oder? Ich finde, das Outfit ist bis hier, bis zum Bauch, es ist echt solid, Bro. Aber die Hose, die ist ultra Quatsch. Echt? Nein! Ja, ich habe so ein Fan-Event gewonnen, also ein Gewinnspiel. Was habt ihr geredet? Krass. Bisschen über Musik und sowas. Und was denkst du? Oh. Finde ich jetzt nicht unhübsch, aber nicht wirklich mein Typ. Okay. Aber schaust nicht schlecht aus. Oh. Dann danke, dass du da warst. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Sehr korrekt. Sehr korrekt. Anyway. Finale. Oh. Oh. Das war cringe. Naja. Okay. Weniger cringe als der Handschlag, Bro. Nummer 2 ist einfach Schamane mit Kilt aus World of Warcraft, Bruder. Ey, Junge, what the fuck? Hey, Finale. Boah, ich hab... Die beiden, ich muss sagen, ich kann dir schon sagen, das sind beides 10 von 10. Guck mal, der Jack, wer auch immer sie ihn kriegt. Weiter geht's. Mich würde interessieren, was ihr in eurer Freizeit macht. Kandidatin Nummer 1, was machst du in deiner Freizeit? Also, ich bin öfters bei meinen Onkeln und Cousinen, weil dort sind kleine Kinder und ich liebe Babys und kleine Kinder. Und ich liebe es, mit denen Zeit zu verbringen. Und wann wenn ich nicht bei denen bin, dann bin ich halt entweder draußen mit Freunden, so Quality Time verbringen, oder ich bin mit meiner Familie irgendwo. Auch so Quality Time, weil ich liebe Quality Time. Ja. Ich hasse Quality Time, bro. No joke. Kennt ihr das, wenn sich so ein Moment richtig... richtig wichtig anfühlt und richtig wertvoll und man hasst es einfach dann. Ich hasse das. Bro, hä? Digga, hä? Ich hasse wirklich Quality Time. Nervt unfassbar. Ich bin die Lieblingstante. Oh, sehr gut. Titel. Das erzählst du auch allen, ne? Ich bin wirklich die Lieblingstante. Das ist ein Flex. Ja, ist auch ein Flex. Magst du Kinder? Ja, irgendwann will ich schon Kinder haben. Ja? Ein Junge, ein Mädel. Okay. Kandidatin Nummer 2. Was machst du so in deiner Freizeit? Ich bin sehr oft draußen mit Freunden. Kannst du darauf schon was basierend schlussfolgern? Nein. Schade. Ich glaube, ich muss noch eine finale Frage so abholen. Okay. Was würden wir machen nach der Dating-Show? Ah, das ist eine cute Frage. Du suchst ja wirklich die große Liebe. Ja, ich hoffe. Beide raus. Was würdet ihr denn machen nach der Dating-Show? Es gibt halt immer so coole Events am Tag. Da würde ich halt hingehen, so Zeit verbringen, weil wie gesagt, Quality Time, so besser kennenlernen. Kandidatin 2, was würdest du machen? Wenn du ein 7 vor es wild gewinnst, lasse ich mir halt deinen Namen auf den Oberschenkel tätowieren. Ja, was? Wenn du es wild gewinnst, lasse ich mir deinen Namen auf den Oberschenkel tätowieren. Bruder, mach's einfach nicht, okay? Ich werd einen Tag vorher rausgehen für dich. Essen gehen, halt uns besser kennenlernen dann. Ja, es ist beides super. Ich würde ein Video vom Date dann machen. Wer hat dir... Bruder... da prinzipiell dabei? Ja.
Okay. Lieber Gott, stell dich da mal hin und nimm mal. Digga, holy shit. Bro, das ist das Schlimmste von allen, die wir bis jetzt gesehen haben. No joke. Cringe, aber irgendwie funny. Jetzt nehmen sie, beide. Nein. Ey, ihr habt ein Tattoo schon. Oh. Darf ich schauen? Das ist nicht echt. Ah, okay. Was fühlt sich besser an? Hat funktioniert. Hat? Ja. Okay, hier kommt deine Entscheidung. Welchen von diesen beiden Kandidatinnen? Ja, links und der. Auswerfen. Genau. Auswerfen, du da rechts. Nummer 1. Was? Okay, crazy. Damit steht deine Gewinnerin fest. Crazy. Kandidatin Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Ah, schön, dass du da bist. Danke, dass du hier bist. Hi. Hallo. Ja, was denkst du? Das ist immer so unangenehm, wenn die rauskommt, ne? No joke, no joke. Irgendwie, das ist immer super Quatsch dann. Dankeschön. Ich finde das Outfit auch mega cool, aber es ist danke. Echt schwer. Ihr habt beide ein cooles Outfit. Ja, es sieht auch mega gut aus. Naja. Sehr gut aus. Der Support auch noch. Ja, ich liebe ja, es. Girl Code, cute. Ciao, dankeschön, danke, dass du da warst. Tschüss. Die ist krass. Ja. Das weißt du, ne? Die sah krass aus. Ja. Dann, die Gewinnerin. Du kannst jetzt direkt unterm Vorhang hervorkommen, also dich einfach bitten. Warum gehen alle um den Vorhang rum und sie muss unter dem Vorhang durch, Bro? Hä? Hi. Ah. Hi, Felix. Oh, fresh aber, okay. Maya. Ja, cute, was denkst du? Ja, süß. Süß? Okay. Ja, Bro, ich glaube, sie findet ihn gar nicht nice. Aber es ist big, es ist big, es ist big. Es ist eine gute Entscheidung gewesen, finde ich. Dann habt ihr Dankeschön. Jetzt noch was vor, könnt ihr essen gehen oder so. Let's go. Du musst danach unbedingt das Video von dem Atzen über das Ding. Oh, ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Soll ich dazu sagen? Ich hab mehr Fans als du. Kann mich eigentlich nicht beklagen.